Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen Freitagmorgen. Heute ist auch ein keltischer Freitag, aber kein 13., weil es eben nur eine kleine Phase ist. Wir haben hier Mond-Sonne-Quadrat, also das ist eben der abnehmende Halbmond und wir gehen zum Neumond hin. Neumond wäre dann wieder der Tag davor, ein Freitag der 13. und Vollmond der Tag davor wäre ebenfalls ein noch größerer Freitag der 13. Heute haben wir einen kleinen keltischen Freitag und dieses Horoskop beschreibt einen keltischen Samstag, zufällig auch ein Kalendersamstag. Ich möchte mich bei euch nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für die spontane Hilfe für die Irene. Das Wichtigste an der Sache ist, glaube ich, die seelische Unterstützung, dass sie in ihrer Notlage nicht ganz alleine ist. Ja, was heißt nicht ganz alleine? Sie war vollkommen alleine. Und ihr wisst das vielleicht aus eigener Erfahrung, wenn man viele Jahre keinen Job mehr hat, fühlt man sich eigentlich nur noch wertlos. Ja. Und dann kapselt man sich ab, weil man kann ja nicht einmal mehr, ich meine, okay, gut, das geht jetzt sowieso nicht mehr. Ja, also ins Kaffeehaus gehen gehört zu den schwersten Verbrechen. Ja, Entschuldigung, das habe ich vergessen. Ja, um Gottes Willen, ja, Wahnsinn. Wir haben hier, ja, also ich war in Israel und mein guter Freund, der Tibi-Bibi, wir werden jetzt eine neue Strategie, oh ja, Wahnsinn, früher hätte man solche Genies, ja, hätte man gegen solche Genies ein Amtsenthebungsverfahren gemacht, wenn man die Frage gestellt hätte, hoch zu, was willst? Willst du Außenminister spielen oder Präsident oder was nicht, Kanzler von Israel oder in Österreich? Das wäre früher eine Amtsenthebung geworden. Aber das ist alles nicht mehr nötig, weil jetzt müssen sie das Werk vollenden. Das Werk muss vollendet werden und wir schauen mal, dass wir die Zahlen hier vollenden. Wir haben hier die 6, die 3, die 11, nochmals die 11, die 13 und die 14. Als letzte Zahl meine verhassteste Zahl oder Karte, die 5. Also die würde ich am liebsten nie herzeigen, sage ich euch ganz ehrlich. Ja, die Gewinnzahlen, die morgigen. Zunächst haben wir mal die 6, da geht es um Unzufriedenheit. Man setzt sich stark unter Druck, aber das Ziel dahinter ist halt, dass man eben lernen soll zu dienen, Begrenzungen loslassen, sich zu öffnen. Ja? Also das heißt, weg vom Egoismus zu kommen, so interpretiere ich das. Die zweite Zahl ist die 9, die große Weisheit, steht auch für Merkur. Diese Karte steht für den Mars übrigens, die 6. Der Merkur bedeutet natürlich auch Rückzug aus dieser Welt, na bitte, das hatten wir in einer Art kollektiven Therapie in den letzten 12 Monaten, glaube ich, wunderbar und mehr als ausreichend. Es geht um Einsamkeit und auch um großes Reflektieren in dieser Einsamkeit. Gut, ich habe gestern auch gesagt, diese ganze Geschichte hat auch etwas Positives. Wir haben, oder viele haben zum ersten Mal in ihrem Leben über sich, Gott und die Welt, wie man so schön sagt, nachgedacht. Ja? Nicht nur konsumiert und aus Internetkatalogen und Prospekten und Homepages bestellt, sondern auch einmal reflektiert. Also so gesehen ist das eine durchaus positive Zahl, weil hier kommen große Erkenntnisse zum Vorschein. Weiter zum zweiten Teil. Ende.